Servus und danke fürs Reinklicken bei Magic the Gathering 2014 Duels of the Planeswalkers. Wir sind bei der Kampagne am Ende angelangt von Alara, glaube ich was. Und jetzt folgt der Auftritt des Dragomanten. Hört man schon irgendwie, der wird wohl mit Drachen spielen. Drei Farben Deck. Hat relativ große Kreaturen, langsames Deck. Unflexibel. Eine brauchbare Kartenflexibilität, Kartensynergie. Tja, dann wollen wir mal versuchen. Wisst ihr was? Ich probiere es mit diesem Deck. Schön auf große Kreaturen. Hoffen. Zeit für ein Duell. Krufa, der Drakoman steht vor dir, seine Augen brennen vor Zorn. Ich werde deine Eingeweide an die großen Drachen verfüttern, kreischt er, während aus dem aschenen Himmel Glut herabregnet. An seinem Hals hängt das verzauberte Edelsteinfragment, das Chandra beschrieben hat. Ah, verdammt, die Karte wollte ich eigentlich rausnehmen. Oh, ich hab schlechte. Neue hat sie. So, das ist so. Das ist. Ich probier's. Ist zwar kein gutes Stadthändchen. Aber ich probier's. Ja. Kann man. Okay, zwei Farben hat er schon. Erst diese Karte, die brauche ich eher. Okay, die kann schon mein Spiel beschleunigen. Ich glaube, ich habe alles, was ich brauche. Oh, natürlich kann ich damit eine Kreatur ziemlich stark machen. Oh, der hat kein schwarzes Mana. Hat er kein schwarzes Mana? Oder spielt er einfach noch gar keinen? Nur noch gar keins. Wenn ich jetzt diese Karte spiele. Ich könnte auf Risiko gehen. Andererseits mag ich Risiko nicht so. Ich brauche ein Land. Und dann spielen wir noch ein Land. So, wenn ich im nächsten Zug ein Land bekomme, wäre das schon nicht schlecht. Dann habe ich fast alles zusammen, um böse zu werden. Wie sieht es bei dem aus? Oh, er hat kein Mana. Was war das? Interessante Fähigkeit. Man kann solche Karten für zwei Mana einfach in ein Land verwandeln. Für zwei Mana in einen Wald oder ein Gebirge. Aber das bringt ihm anscheinend nichts. Er braucht, wie es aussieht, fehlt ihm ein Sumpf, um optimal spielen zu können. Shit. Mir fehlt auch ein Land, um optimal spielen zu können. Aber dann geht's ab. Sobald ich nächsten Zug spätestens. Nein, übernächsten Zug. Verschlingen 1. Ein 5-5-Wurm mit Verschlingen 1. Was macht nochmal Verschlingen? Muss ich nachschauen. Mehr Informationen. Verschlingen. Kreaturen mit Verschlingen ermöglichen dir, andere Kreaturen zu opfern, wenn sie ins Spiel gebracht werden und dafür eine entsprechende Anzahl von +1/+1 Marken auf die verschlingende Kreatur zu legen. Achso, ja, er hat keine anderen Kreaturen zum Opfern, deswegen. Scheiße was. Okay, wir haben ordentliche Eldrazi, eine böse Eldrazi-Stammesverzauberer und noch zweimal den großen Typ, der uns viele Länder bringen wird. Ab dem nächsten Zug geht's ab.
Ich spiele mit dem Gedanken, als erstes die Verzauberung zu spielen. Die Verzauberung könnte. Verschlingen 1, Flugfähigkeit, falls es mindestens eine Kreatur verschlungen hat. Verschlingst du die 5-5? Nein. Dumm. Ich hätte sie verschlungen. Ich kann jetzt alles spielen. Klug wäre natürlich, wenn ich hier die spiele, aber ich möchte ihn jetzt eigentlich schon niedermetzeln. Ich jetzt schon seine Länder angreife, sozusagen. Genau. Das ist böse für ihn. Er ist nämlich darauf angewiesen. Hey, cool. Hat den Schaden geschluckt. Krieg ich 2 Schaden? Weine ich nicht drum. Stört mich relativ wenig. Ne, machen wir so ein. 2 Länder bitte. Tschick, tschick. Ach, das wird wieder ein kurzes Match, wie es aussieht. Da habe ich hier recht das richtige Deck gewählt. So, eine Karte und ein Land weg. Und die Karte geht auch weg. Tja, mit 3 Mana gegen solche großen Kreaturen. Viel Glück, Krufa. Die helfen dir nicht mehr. Die helfen dir überhaupt nicht. Allein der würde schon reichen. Schau mal, den habe ich nochmal. Ja, der Drachenmagier wurde besiegt. Da brauche ich... Ach, durch den Vernichter wird es noch lustiger. Und schon sind sie weg. Ach, das Deck ist schon spaßig. Gleich so riesige Kreaturen, die alles vernichten. Deine Länder werden sowas von mächtig. Buntes Fragment der Hellsicht der Errungenschaft. Sieger. Oh, in die Wildnis. Schau dir zu Beginn. Was? Nein, 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 das möchte ich anlesen. Schau dir zu Beginn deines die oberste Karte deiner Bibliothek. Falls es eine Leckere ist, kannst du sie ins Spiel bringen. Eine Verzauberung. Ma. Unnötig. Ja, okay, Dragomantendeck. Alara Champion. Und ja, Buntes Fragment der Hellsicht. Okay. Ja, schauen wir uns doch mal gleich dieses Deck an. Ah, nachdem du Krufa den Dragomanten auf dem Vulkan besiegt hast, reißt du ihm das Sacre. Sein Gritfragment vom Hals. Das sollte dir dabei helfen, Ramas zu finden. Ah, das nächste Mal geht's nach Ravnica. Und das hören wir uns jetzt nicht an? Nein, nein, böse. Wollen wir gar nicht wissen. Wir wollen mal das Deck anschauen. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Wir haben einen Dragomant. Ach, bin ich in die falsche Richtung. Okay, was hast du? Du hast viele Gebirge. Ja, gut, du hast bloß 3 Sümpfe. Also das ist ja wirklich wenig. Gut, du hast 4-mal Terramorphic Expanse, oder wie das heißt. Ach, das ist schon drin. Das Talide? Du hast keinen einzigen davon gespielt. Drachenfutter? Ja, okay, Goblin. Kleine Kreaturen hat er also. Das ist nice, wenn er jede Menge Drachen hätte. Drachenzauber, die du wirkst, kosten beim Wirken 2 weniger. Was ist das? Wenn der Grinsel ins Spiel kommt, kannst du deine Bibliothek nach Standardlandkarte. Ja, okay, dann kann man ein Land suchen. Das braucht er wahrscheinlich oben. Schwarzes Mana zu finden.
Okay, ist entweder ein Friedhof leeren, jeder Kreatur 2 Schaden zufügen. Oder 2 plus 1 plus 1 Marken auf eine Kreatur. Brauchbar. Okay, Seelenfeuer ist so ähnlich. Ah, nein, es ist besser als Jagd machen. Kann man einfach Schaden machen. Ja, damit sucht er wieder Länder. Das kennen wir. Und das Höllendrachenküken ist ein Drache. Den kennen wir jetzt auch. Der war im Spiel. Den Wurm kennen wir auch. Alles klar. Ah, damit kann er zum Beispiel seinen Sumpf oder Gebirg suchen. Gebirg oder Wald suchen. Fliegen, die mir eine angreift, kannst du. Ja, fügt dann nur eine Kre. Oh. Immer wenn er angreift, kann man das bezahlen. Also beliebig sozusagen. Und dann fügt er einem Spieler oder einer Kreatur, bevor der Angriff stattfindet, sozusagen, x Schadenspunkte zu. Nette Karte. Fliegende Eile? Ja, nicht sehr überzeugend. Fliegende Eile, ja. Okay, das sind die Drachen dann. Das für 6 Mana. Ja, 6 Mana und dann auch noch zweifarbig. Da gibt's Besseres. Oberherr der Höllendrachen. 8 bunte Mana. Fliegend, Trampelschaden, Eile. Kann sich hochpowern und regenerieren. 8, 8. Ja, wenn die drin ist, ist es gut für ihn. So, was ist das? Form des Drachens. Zu Beginn des Würfels fügt die Form des Drachens einer Kreatur einem Spieler deiner Wahl 5 Schadenspunkte. Sehr geil. So, hier ist das Endsignal. Jetzt wird dein Lebenspunktestand zu 5. Nicht so cool. Nicht fliegende Kreaturen könnte ich nicht angreifen. Das ist übel in diesen Decks. Wenn man zum Beispiel gegen das Eldrazi-Deck spielt. Ich glaube, da gibt es keine fliegenden Kreaturen. Also solange diese Karte auf dem Spielfeld ist, ist es unbesiegbar. Da, 5 Mana. Feuersturm fügt deiner Kreatur deinem Spieler deine Wahl Schadenspunkte in Höhe der höchsten umgewandelten Mana-Kosten oder den bleibenden Karten, die du kontrollierst, zu. Kann nach hinten losgehen, wenn man keine hat. Okay, es sieht lustig aus. Drachenreißzähne. Plus 1 plus 1 und Trampelschaden für 2 Mana. Mit umgewandelten Mana-Kosten von 6 oder mehr ins Spiel kommen. Okay, man kann sie aus dem Friedhof zurückbringen, wenn man eine hohe Kreatur raus. Ja, interessant. Der sucht wieder Mana. Das ist hässlich. Verschmelzung des Feuers. Drachenkreaturen, die du kontrollierst, erhalten plus 3 plus 3. 4 Mana. Sehr gut, wenn man viele Drachen hat. Wie zum Beispiel den da. Oder den da. Puls des Maelstroms. Die kenne ich doch. Zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist. Und alle anderen bleibenden Karten, die denselben Namen wie diese bleibende Karte haben. Damit kann man auch Tokens loswerden. Was ist das? Ein legendärer Drache. Katus Tyrann von Jund. Fliegend, Eile, wenn Katus ins Spiel kommt, übernimm die Kontrolle über alle Drachen und tappe dann alle Drachen. Andere Drachenkreaturen, die du kontrollierst, haben Eile. Ja. Verdammt. Ist eine starke Karte. Teuer. Das ganze Deck ist so teuer. Yeah, Drachennestplatz. Die Karte kenne ich. Die war schon mal in der Standardversion. Ich glaube schon in M10. Und für 7 Mana kann man immer einen 5-5-Drache mit Flugfähigkeit ins Spiel bringen. Kennen wir? Haben wir schon gesehen? Haben wir schon gesehen? Oh, der ist neu. Okay. Man kann mit der Saprolinge herstellen oder Lebenspunkte beim Gegner abziehen. Schöne Karte. Nochmal zerstöre eine bleibende Karte. Sehr gut. Immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erhält diese Karte. Und eile bis zum Ende des Zuges. Das ist geil.
Also haben sie immer Eile. Danach, das mit der Eile ist ja unwichtig. Das ist ja bloß, wenn sie ins Spiel kommen, wichtig. Drachenatem. Oh, das ist, wenn man Chili gegessen hat. Wenn man Chili Miner nach Wuji Games Art gegessen hat, dann hat man Drachenatem. Die verzauberte Kreatur hat Eile. Erstmal uncool für 2 Mana. Aber man kann sie noch pushen mit plus 1, plus 0 bis zum Ende des Zuges, so viel man an Gebirgen hat. Und wenn man wieder eine hohe Kreatur ins Spiel bringt, kann man die vom Friedhof an die anlegen. Okay. Fliegen, 4-4, 6 Mana, buntes Mana. Wenn der Zwillingsbüro-Drache ins Spiel kommt, bringe eine... Okay, nochmal ein 4-4 fliegend rein. Verzehrung der Stärke. Eine Kreatur deiner Wahl hält plus 2, plus 1 bis zum Ende des Zuges. Eine andere Kreatur deiner Wahl hält minus 2, minus 2 bis zum Ende des Zuges. Netter Removal. Kennen wir? Bannfeuer. Fügt eine Kreatur deinem Spieler deiner Wahl x Schadenspunkte zu. Falls x 5 oder mehr beträgt, kann das Bannfeuer nicht von Zauberschwung oder Fähigkeit neutralisiert werden. Und der Schaden kann nicht verhindert werden. Oh. Das ist ein Legacy bestimmt. Oder Vintage. Turniermodell eine gute Karte, wenn sie nicht neutralisiert werden kann. Es ist ein guter Finisher für Combo-Decks. Oh, eine Kaskade. Was ist denn Kaskade? Blutzopf-Elf. Kaskade kenne ich ehrlich gesagt noch nicht. Muss eine neue Fähigkeit sein. Okay, eine 5-6 Spinne. Reichweite. Immer wenn ein Gegner einen Zauberspruch wegbringt, bringe eins grünen Insektkreaturspiel ins Spiel. Lustig. Nette Karte. So, was kann der? 5-5 für 4 Mana. Oh, da muss einen Nachteil haben. Und er kann nicht neutralisiert werden. Warte mal. Hä? Die Karte muss ziemlich teuer sein. Also für Echtgeld und so. Wenn man sie echt haben will, weil. Ganz ehrlich, für 4 Mana eine 5-5, die nicht neutralisiert werden kann und anderen Kreaturen mit Stärke 5 oder mehr, die du kostest, können. Warte mal, die ich kontrolliere? Kontrolliere ich sie, wenn ich sie schon ausspreche? Da brauche ich einen Judge. Auch nicht neutralisiert werden. Für 4 Mana ist es nicht schlecht. Zerstören ein Artefakt deiner Wahl. Es kann nicht regeneriert werden. Bringe ins Spiel, wobei X die ungewöhnlichen Mana kosten des Artefakts sind. Ja, in diesem Planeswalker-Spiel werden es wahrscheinlich diese für 3 Mana diese komischen Artefakte sein, die bei einem farbigen Spruch einen Lebenspunkt geben und wenn ein Land ins Spiel kommt. Sieht man häufig beim grünen Deck. So war ich, wo war ich? Hier, ne, die hatte ich schon. Wir sind ja schon fast am Ende. Genau, das war der letzte. Dann nochmal das Zerstörer in Blömmle Karte. Den hatten wir noch nicht, wenn der übrige. Ach, die kenne ich auch schon, die Karte. Die ist nicht schlecht. 7 Mana. 6-6 Trampelschaden. Wenn er stirbt, kommt nochmal ein 6-6 rein. Die Drachenbrutmutter kriegt man zuletzt für 6 Mana. Eine 4-4 fliegend. Bringe zu Beginn jedes Versorgungssegments eine 1-1 roten und grünen Drachenkreaturspiel mit Flugfähigkeit und Verschlingen 2 ins Spiel. Das ist witzig. Da kommt so ein 1-1 rein und frisst den anderen 1-1. Wird zu einem 3-3. Das ist ein interessantes Deck, aber ganz ehrlich, für mich, ich steig da nicht so wirklich durch, ob das gut ist. Ich, meiner Meinung nach, schwarzes Mana, vielleicht kann man das komplett verhindern. Da hat man nur ein grün-rotes Deck. Aber dann verzichtet man halt auf so nette Karten wie die da. Muss man mal überlegen, ob man was daraus machen kann. Ein paar nette Karten sind drin, viele Drachen, aber die kosten halt alle viel.
Und so überzeugend sind sie nicht als Drachen. Wenn ein Eldrazi dagegen übersteht, da kann der Drache auch nichts viel ausrichten. Muss man mal schauen. Nun gut, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zusehen. Liken, falls es euch gefallen hat. Beim nächsten Mal wahrscheinlich wird die letzte Kampagne. Beziehungsweise kehren wir nach Ravnica zum letzten Kampagnenort zurück. Und dort wird dann aufgeräumt. Und danach gibt es noch Herausforderungen und Sealed-Deck-Kampagnen. Ach, es gibt noch so herrlich viele Sachen. Und dann gibt es noch so viel Multiplayer. Ah, Liked, falls es euch gefallen hat. Schreibt Kommentare, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Ihr könnt auch gerne mal mit mir zocken. Einfach melden. Ansonsten, ja, ich sag viel ansonsten, glaube ich. Danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.